Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus dem Studio. Mein Name ist Master Schröder und jetzt bei diesem ganzen. Ich kann nicht eine Pause. Kann ich im Webmodus? Kann ich keine Pause machen? Nee, kann ich nicht. Okay, aber da war zu sehen. Hier fehlt ein Strommast. Da fehlt einer. Da fehlt irgendwie. Fehlen da zwei oder so? Weiß ich nicht. Aber da fehlt irgendwie auch einer. Oder beziehungsweise da liegen sie komisch. Da müssen wir nochmal durch. Also hier oben, da sehen wir schon. Hier, da fehlt er. Dem müssen wir, und guck mal, wie viel Strommasten wir noch gesetzt haben von denen, die wir in der Tasche hatten. Also mehrere Stacks haben wir jetzt noch selber von Hand gesetzt. So, sehen wir noch irgendwo eine Lücke im Text? Jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus, ne? Wenn es die Geblinke nicht so wäre. Doch, da oben fehlt noch einer. Hier oben ist noch. Ganz oben fehlt noch einer in der Ecke. So. Den müssen wir natürlich auch noch setzen. Da fehlen sogar zwei, da fehlt der hier und der hier. So. Und hier kommt sogar schon Flüssigkeit bis hier oben hoch an. Das läuft hier ganz gut raus. Das sollte auch voll liegen. Das kann durchaus voll liegen. Also es sollte, ja, das Halbband nicht ganz voll liegen. Ne? Also selbst wenn alle jetzt produzieren, sollte es nicht ganz voll liegen, aber... Gelbes Zeug wird ohne Ende gemacht und jetzt gibt es hier schon wieder Mineral Sludge Lieferung. 26.000 Liter werden angefordert. Ich denke, da wird schon auch deutlich mehr jetzt in den Zug eingepumpt. Da haben wir nämlich schon 36k drin. Also der Zug, der ist natürlich, das glaube ich, dauerhaft unterwegs. Aber es ist ja egal. Dafür ist er da. Das kann er ruhig. Das darf er auch. Denn hier oben muss das Material hin. Und das Schöne an der Sache ist, wir kriegen dann auch hier oben Sand wieder geliefert. Haben wir schon. Oh, guck mal, weiß ist sowieso alles da. Jedes Material ist mindestens schon mal ein bisschen da. Schön. Sieht bestimmt auch lustig aus in den Kisten dann. So ein bisschen bunt und so, ne? Gut. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. So, Aluminiumproduktion wollte ich jetzt in Gang helfen. Gucken, Zug kommt nicht. Gut. Der wollte ich jetzt sozusagen nochmal ganz kurz auf die Sprünge helfen. Sofern, wie es noch Sinn macht eigentlich, aber doch, ja, es macht noch Sinn. Ein bisschen was Material ist ja noch da, was da durchproduziert werden kann. Oder? Wo ist er denn? Oder sind hier die Geoden schon wieder voll? Moment, ich gucke. Wir prüfen. Nee. Noch geht ein bisschen was da rein, aber es ist auch nicht mehr viel. So, die Bauroboter fliegen hier mit den unterirdischen Rohren rum. Das ist schon mal gut. Dann werden wir uns jetzt ein bisschen was von dem Material wieder herholen und dann können wir dann noch ein bisschen was machen. Fluoric Solution können wir auch noch wieder einstellen, dass da ein bisschen was produziert wird, damit die Bordindustrie oben vielleicht eventuell das ein oder andere Board noch fertig kriegt. Da können wir jetzt auch mal fix hinlaufen. Ich weiß gar nicht, wie das mit dem Silber jetzt aussieht da unten. Eisenerz. So. Prinz Eisenerz kann da rein. So. Dann gucken wir mal, wie sieht das hier unten aus mit dem Silber und dem Aluminium. Sieht nämlich ganz gut aus. Die Förderbänder liegen voll. Hier wird auch Sand angeliefert noch, immer. Eine Förderband wird ein bisschen abgenommen, also ein bisschen Produktion ist jetzt aktiv hier gerade. Sind hier gerade Boards oder so runtergegangen? Oder warum ist die Mineral Sludge? Ach, hier für die Kohle, oder? Obwohl, die steht eigentlich auch. Komplette Produktion. Ja, die können, das können durchaus sein, dass hier noch der ein oder andere. Nee, die produzieren alle nicht. Und die eigentlich auch nicht. Warum braucht ihr denn? Ach so, hier für die Plastikproduktion. Ah, dafür macht er noch. Alles klar. Gut. Ja, ja, ja. Alles klar. Okay, ich habe verstanden. Gut. Ich wollte da drüben ja den. Das da mal einmal hochbringen nochmal für die Aluminiumproduktion. Muss ich mich erstmal einmal wieder auskotzen, dann kann ich das einmal mit hochtragen hier. Dass die Aluminiumproduktion erstmal noch wieder ein bisschen was hat und dann kann ich eigentlich noch so ein bisschen weißes Zeug hier holen, dass da unten auch ein bisschen was produziert wird. Das habe ich hier in den Kisten dann drin. Und da. Machen wir nochmal die Drohne, das soll ja später alles hoffentlich nicht mehr stattfinden müssen. Das will ich ja eigentlich verhindern nachher durch die automatisierte Produktion.
Gut, das kommt da rein. Wunderbar, mein Inventar ist auch leer. Wollte gerade noch nachgucken, ob es auch wirklich leer ist. Und jetzt sieht man, hier wird Crushed Stone durch die Gegend gefahren. Hier wird Mineral Sludge durch die Gegend gefahren. Sehr gut. So, 12.000 Einheiten. Gucken wir, da drüben steht auch eine Kiste, die das abnimmt, hier das weiße Zeug. Das ist mein Inventar mindestens voll. Da kann alles noch Silber, Erz und ähnliches draus produziert werden, da unten. In der Schnellanlage hier. Da geht noch was. So. Sehr schön. Dann nehmen wir unser Zeug wieder mit hier. So, dann müsste jetzt eigentlich hier die Aluminiumproduktion ein bisschen Aluminium produzieren. Ja, da kommt wieder ein bisschen Aluminium zustande. Sehr schön. Irgendwas hat der Rechner immer noch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also irgendeine Krankheit hat er noch, aber ich will ihn eigentlich nicht neu aufsetzen. Aber ich glaube, ich komme bald nicht drum herum. So schade, wie es ist. Gut, der produziert dann auch schon wieder. Also diese Ruckler jetzt im Video, die lagen jetzt einfach daran, dass irgendwie die CPU denkt, sie müsste, ist voll belastet. Aber dabei ist sie das gar nicht. Gut. Was sollte unser Hauptplan jetzt sein? Unser Hauptplan sollte eigentlich sein, dass wir entweder hier unten mehr von dem Material produzieren und von dem Material. Beziehungsweise Mineral Sludge Produktion verstärken. Dazu müssten wir quasi das hier unten nochmal aufbauen. Dann müsste das erstmal verschwinden, was hier unten noch alles steht. Damit ich hier von unten nochmal so eine Produktionskette für das Zeug machen kann. Die Rohre kann ich da ja mit ranführen. Das ist ja kein Problem. Das können wir ja sozusagen sogar dann durchführen, dass A, das Material dann nach da abgeht. Ich hoffe, dass das dann hier auch so groß sauber weiter wegtransportiert wird. Sieht erstmal ganz gut aus. Also hier läuft es auf jeden Fall erstmal nochmal ganz gut durch die Gegend. Gut, Schwefelsäure haben wir auch noch genug. Alles klar. Also das wäre jetzt sozusagen ein Schritt, den man gehen müsste. Der nächste Schritt wäre, das hier eigentlich auch zu einem LTN-Bahnhof zu machen. Habe ich das nicht sogar schon? Habe ich es sogar schon? Der fordert auch an. Ah, sehr schön. Der fordert auch mit dem Kleinen an. Nee, der Kleine war hier unten, ne? Hat das Perk Solution weggeholt. Der fordert hier auch an. Sehr gut. Also da kommt auch nochmal Material hin. Das macht er also. Wenn der Bahnhof was braucht, dann fährt er da auch hin und liefert was ab. Und das nicht so klappt. Da ist das Inventar leer. Ja, in jeder Kiste sind 20.000 Liter drin. Das war schon keine schlechte Fahrt. Also auch das ist noch in Betrieb. Also okay, dann ist es nicht so dringend, wie ich gedacht habe, dass wir mit dieser Flüssigkeit aus dem Knick kommen müssen. Beziehungsweise nein, dass wir mit der Produktion von Eisen aus dem Knick kommen müssen, wo ich dann neue Gebiete quasi erstmal versanden muss. Da ist ja dann einiges zu tun. Da wird einiges zu tun sein. Und das sieht aber auch... Sieht recht aufgeräumt aus, die Kiste. Wenn die Kabel alle noch schön, ne, alle gerade wären, dann hätte ich da echt viel Spaß dran gehabt. Aber sind sie leider nicht. Ja, vielleicht kriegen wir das ja noch mehr hin. So, hier ist jetzt auch wieder genügend Mineral Water oder mineralisiertes Wasser dort, ne? Gut, okay, die Kanister sind aber gerade leer. Okay, aber es wird gerade angeliefert. Okay, also es kommt gerade was an. So, die Frage ist, kam das jetzt von hier oben schon wieder oder nicht? Ja, hier oben ist gerade leer gefahren worden, oder? Nee, zwei Kasen von jeder Sorte drinnen dort. Der Sand ist wirklich an dritter Stelle, okay. Na, ja, da sind insgesamt 8K Sand jetzt hier oben. Und hier muss natürlich dann wieder Flüssigkeit nachgeliefert werden, aber die ist vielleicht schon irgendwann auf dem Weg. Was wird gefunden? Crushed Stone anbietet. Keine Haltestelle gefunden, die Crushed Stone anbietet. Na gut, die bietet halt eben erst 8K an und ich glaube, die löst es bei 10K aus. Aber okay, jetzt ist ja erstmal Crushed Stone da. Sieht auch schon mal gar nicht so übel aus. Schön. Heißt also, gut, also wir müssen uns keine Gedanken darüber machen, dass wir nicht Materialien nachkriegen. Materialien bekommen wir nach. Das kann da oben volllaufen. Wenn wir es dann benutzen wir es. Und dafür kann ja die Produktion schon mal herhalten. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich diese Produktionskette, die hier drin ist,
erstmal noch ein bisschen weiter auseinandergezogen bauen, damit das ein bisschen übersichtlicher wirkt als dieses ganze Chaos hier, auch wenn es schön an sich aufgebaut ist, aber dass das noch ein bisschen schöner ist, ein bisschen auseinandergezogen ist, ein bisschen durchlaufen kann, dass wir auch sozusagen die Bautürme dann bauen können und bauen lassen können und vielleicht noch ein bisschen weiter auseinander, aber ich glaube, da reichen die Förderbänder nicht aus, ne? Die Förderbänder sind jetzt so, dass das genau ausreicht. Für das Material bräuchten wir mehr Förderbänder, die das nach oben transportieren oder schnellere dann irgendwann, was natürlich auch wichtig wäre. So. Na gut, aber hier kommt auch bloß ein Förderband an, also man könnte den Bahnhof noch vielleicht ein bisschen umsortieren, dass die Strippen hier noch ein bisschen anders, dann kommen das immer bloß drei Kisten von der Seite oder vier Kisten von der Seite oder die drei Kisten von der einen oder drei Kisten von der anderen Seite sozusagen beliefert werden. Und dann könnte man hier doppelt so viele Förderbänder noch hochlegen. Die Möglichkeit bestünde oder halt eben eine so Bänder, die nur die oberen Bänder hier beliefert und eine, die unteren Bänder beliefert. Wird denn das aufgeteilt überhaupt? Eins, zwei, warte mal, wie kommt das überhaupt hier an? So, hier kommen schon acht Bänder an, ne? Mhm. Gut, das sind Überlaufdinger, ja, okay. Aber wie man sieht, hier sind ja bloß die vordersten drei Kisten, werden ja bloß beladen, ne? Die hinteren drei ja nicht mehr. Und das ist ja auch blöd. Das muss ja nicht sein. Das heißt also, man könnte hier sozusagen die acht Förderbänder auf der einen Seite anbringen und acht Förderbänder auf der anderen Seite. Komme ich zwar nicht, nee, komme ich nicht rüber, ne? Da müsste ich den ganzen Bahnhof umorganisieren. Dann bauen wir hier unten die Bahnhöfe nochmal neu und dann legen wir das alles nach unten. Wäre eine Idee, ne? Beidseitige Entladung ist, finde ich, schon mal ganz gut hier. Oder auch Beladung, dass dann hier auch genügend Material kommt. Und genügend Material geholt werden kann. Das ist ja eigentlich auch das, was hier oben vielleicht mitgeschrieben wurde, warum beidseitig vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Damit nämlich von beiden Seiten quasi auch abgeholt werden kann. Also, dass nicht nur die Seite an Knickarm das dann reinlädt. Aber hier ist es ja so, hier haben wir eine Kiste. Das heißt also, hier können sie alle sechs mit einmal zugreifen. Das sollte dann ja ausreichen. Es kommt fast auf jedem Förderband was an. Das heißt also, auch hier kommt auf jedem Förderband was an. Sieht eigentlich cool aus. Sieht wirklich cool aus. So, und hier wird wieder... Boah. 54k. Villa haben. Wie viel hat er schon? 114. Ich glaube 38 pro Wagen, ne? Macht bei 4 Wagen. Knapp unter 150, ne? Oder? Ja. Naja. So. Okay, dann werden wir uns jetzt darum bemühen, dass ich hier unten Bahnhöfe hinbekomme, die sauber angeliefert werden können von 16 Bändern. So viel werden es denn ja werden. Doppelt so viele Bänder. Und dann werden wir mal gucken, dass wir das hier oben schön dann da dran gebaut kriegen und dass das dann hier unten alles reinliefert. Und dass die Bahnhöfe ganz hübschig aussehen. Also eigentlich theoretisch kann ich einen Bahnhof machen. Nee, kann ich nicht. Weil ich mache zwei Bahnhöfe, weil ich ja einmal für Crust 16 Bänder habe. Nachher und einmal für Dings 16 Bänder habe. Genau, das müssen wir sauber anschließen können. Das wird ein ganz schöner, das wird auch schon wieder so ein Knoten, so ein gordischer, welchiger. Aber das macht erstmal nichts. Und dass wir dann die Förderbänder auch hier in die Mitte legen, also dass dann hier sozusagen dieses Mittel, der Mittelsteg dann genau hier in der Mitte ist und so weiter. Also das, da müssen wir dann auch so ein klein bisschen drauf achten. Nur ein klein bisschen. Heißt also, wir bauen jetzt hier unten zwei Bahnhöfe hin, die groß genug sind. Ich werde die hier rausnehmen und da reinführen. Dann müsste von oben bis unten genügend Platz sein und wir haben auch auf der Länge genügend Platz dann. Genauso wie ich den von hier rausführe und den da reinführe. Das sollte eigentlich klappen, ne? Hier müsste die Mitte sein. Genau, wenn ich den hier rausführe und dann hier dann wieder dran, dann habe ich hier, glaube ich, ganz gut Platz und dann muss ich gucken, dass ich hier mit 16 Bändern sauber an den Bahnhof komme, beidseitige Beladung, von mir ist auch große Kiste, dass da richtig was drin gelagert werden kann und dass da immer was abgeholt werden kann. Das gucken wir uns jetzt mal an, dass wir das hinkriegen. So, gut, dann geht's hier raus, einfach geradeaus durch,
Und mal gucken, wo wir denn hier rein wollen. Da holen wir uns denn hier. So. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, Einträgerbahnhof abladen, einladen, abladen. Abladen wird's hier. Kann ich mir LTN-Bahnhöfe herstellen? Einen. Ist nicht so viel. Na gut, aber man hat einen. So. Besser als man hat keinen. Gut. Aufgestellt. Dann brauche ich ein Endsignal. Ich glaube, ich kann hier noch eins machen. Dann müsste der mit 4 Waggons davor stehen bleiben können. Genau. Das heißt also ein Ausfahrtsignal, Ausfahrtsignal, Bahnhof können wir hier hinbauen. So. Und dann müssen wir natürlich ein Einfahrtsignal, Bahnhof noch machen. Und ein Bahnhofsignal. Okay, das ist so ja eigentlich das Einfahrtsignal, Bahnhof, ne? Wer steht denn da? Und hält denn hier alles auf? Okay. Gut. Dann haben wir hier ein Wartegleis. Das ist lang genug. Ja, zwei mehr lassen wir da nicht zu. Gut. Dann brauchen wir jetzt hier Kisten. Ich meine, eigentlich die Kisten langen ja dafür, ne? Wenn da jetzt die 12.000 davon lagern. Aber wenn halt eine große Kiste da steht, ist natürlich auch immer fürs Rausnehmen gut, weil ja, nicht fürs Rausnehmen ganz gut, ne? Mal weg die Kacke hier, da müssen wir jetzt große Kisten nochmal bauen. Da brauche ich jetzt insgesamt 16 große Container. Okay, müssen wir gucken, dass wir die da oben zusammengebaut kriegen. Da brauchen wir jede Menge Stahl für, da brauchen wir jede Menge Dings. Okay, kriegen wir hin. Also das ist jetzt der große Plan, dass wir hier unten diese Bahnhöfe haben, dass wir die dann sauber anschließen können, abschließen können und dass wir da genügend von dem Produktionssträngen dort anbauen können, dass wir da ordentlich Zauberzeug rauskriegen. Vielleicht machen wir auch, dass wir das bis da kurz. Nee, das ist auch blöd. Oder dass wir das. Nee, doch, doch. Das könnte man eigentlich kombiniert rausgeben lassen. Na, müssen wir mal gucken. Eigentlich sieht das ja, ist das ja schon ganz gut aufgebaut. Es hätte halt eben wirklich jetzt nur gekonnt auseinanderstehen können. Diese drei Reihen. Nee, vier Reihen sind es immer, ne? Die hätten jetzt gekonnt auseinanderstehen können, dass es ein bisschen sauberer irgendwo eingebaut ist. Im System selbst. Was haben wir hier endlich drin? Aha. Interessant. Hm. Ja, finde ich interessant, was da drin ist. So, eine LTN-Mall. Genau das war es, was in dem Kommentar geschrieben wurde. Wurde mir noch zugeschickt oder ein Link dafür. Und das kann ich natürlich dann auch noch anbauen. Backige Steine hätten wir hier. Okay. Große Kisten. Ich brauche Stahlträger. So. Ich brauche 16 solcher Kisten. Ich brauche noch Eisenplatten dafür. 16 solcher Kisten sind 500, 800 Stahl brauche ich. Na gut. Da sind wir gleich bei 800 Stahl. So, jetzt haben wir 800 mal Stahl. Und sogar 5 mehr. Jetzt haben wir wieder, ja, doch, jetzt haben wir 800 Stahl. So, 800 Stahl habe ich. Dann brauche ich... na, ich brauche noch Backsteine, aber ich brauche erstmal 1600 Eisen. Okay. Kriegen wir auch noch hin. Dann können wir die großen Kisten machen und dann brauche ich noch die filternden Stapelgreifarme. Generell Stapelgreifarme muss ich mir mitnehmen fürs Einlagern. Dann muss ich, Strick habe ich noch ein bisschen, da kann ich mir noch vielleicht ein paar gelbe machen. Wie habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, jetzt ist der letzte hier. Dann haben wir 1600 davon und dann brauche ich natürlich auch noch 1600 von den Steinen dort. Muss mal Punktlandung. Mal gucken, dass ich hier irgendwie so eine Steine noch kriege, aber wahrscheinlich... Ah ja, doch. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Kann ich genau 16 solcher Kisten machen, dann müsste das alles weg sein. Gut. So, dann gucken wir mal, kann ich noch ein paar Fäden herstellen selber jetzt? Ja, da habe ich noch ein bisschen Platz, dann können wir noch ein paar machen. Brauchen ja ein paar. Ich brauche LTN-Bahnhöfe, dafür brauche ich Eisen und Stahl. Okay.
So, dann kann ich noch ein paar LTN-Bahnhöfe machen. Cheap. Fällt mir jetzt erstmal noch was ein. Erstmal fällt mir sonst nichts weiter ein für da. Gut, dann werden wir doch jetzt einen Bahnhof bauen. Lass uns mal auf den Weg machen, dahin zu gehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir dort einen Bahnhof bauen. Bis denn. Tschüss.